Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, wie ihr hier sehen könnt, Judy wartet da hinten im Auto auf mich und ist irgendwie was am Suchen im Internet und am Hacken. Und da stehen noch drei andere Leute, wo ich nicht genau weiß, ob die was gegen mich haben oder nicht. Wir gehen erstmal zum Hauptgebäude, weil ich befürchte, dass wir uns da wohl bald durchballern müssen. Almost. What do you... Hä? Huh? Okay. Oh. Anscheinend haben sie mich doch nicht auf dem Kieker. Entschuldigung. Ich wollte hier nur rein. Got the blueprint. Be there in a sec. Goddamn. Try to find a way to the lower. Offensichtlich mögen sie mich doch nicht. First shot. You still alive? I'm here. Got no time to creep around. Komm, schieß! Ach, die hat keine Munition mehr oder was? Hallo? Munition, das ist doch... Ernst, ja. Ich sehe hier nichts durch diese scheiß Ego-Perspektive. Und habe keine Ahnung, wo jetzt meine Gegner sind. Bin ich irgendwie am Brennen? Wollt ihr mich verarschen? Schatz. Leute, ich weiß nicht, wo die sind da. Ist sie noch da? Ne, die ist tot. Okay, überhitzen, wird hoch. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Hallo! Keine Ahnung, doch 14 Schuss, glaube ich, habe ich. Show yourself, damn it! Was war das denn gerade? Kommen die jetzt rein oder nicht? I'll gut you like a pig! Hier immer. Hallo. Ja, was ist das mit dem Überhitzen immer? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich weiß aber auch nicht genau, wo ich jetzt hin soll, um zu einer anderen Ebene zu kommen. Find a way down. You see my position? Ist doch runter. Ich dachte, ich soll hoch. Hold up. I'm close. I'm here. Oh, endlich. Need to get to level minus two. Ja, komm. Bet that's where they're keeping her. So. Achso, da kann ich ja nichts nachladen. Da kann ich auch nichts nachladen. Okay. Was macht die denn? Wieso bleibt die jetzt da? Ich dachte, die kommt jetzt mit. Sauerei. Hear that. That shirt. Hey, jetzt kommst du doch mit, oder was? Evelyn's? Without a doubt. Nee, das können wir nicht einsammeln. Okay. We don't have enough metal.
breath you'll need for today's batch. Carefully. Relax. We'll add RTL, the weight will be right. RTL? Erythritol. It's like candy for growth. Kann ich hier entlang schleichen? It's RTL. It won't make anyone foam at the mouth, will it? Because if it does, we'll be out of biz. Do you have any clue what we're baking here? Propylmethionine makes you trip so hard, even an animal hits himself. You can go where the sun don't shine! So, wo ist die Alte jetzt? Achso, der lag schon tot. Fuck! So. Okay, dann nehmen wir erstmal alles, was wir machen können. Aha. Was? Wo sind die? Sag ich lieber nicht. Jetzt werde ich hier wieder angemeckert, dass ich zu viel am Fluchen bin. Lokales Netzwerk. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich will mich auch ehrlich gesagt nicht verlinken, weil ich soll sie ja in die unteren Ebene hier führen, denke ich. Da brauche ich 9. Achso, ich muss auch dahin. Okay. Take him out quick. Careful, they heard something. Shit's blowing up! Ja, komm. Wo läuft die denn jetzt? Do something! Fucking die! Ja, dann geh mir doch mal aus der Sonne hier. Ach, kommt her. Ich sehe euch nicht, weil ich in der Ego-Perspektive bin, aber ich versuche euch trotzdem Platz zu machen. Oh. Ich glaube, der hatte mal einen Kopf. Warum kann man die Dinger nicht explodieren lassen? Das kann man explodieren lassen, das war cool. Okay, wo ist diese scheiß Kamera, die uns die ganze Zeit sieht, Mann? Da. So. Okay, da haben wir noch was. Bei den Überresten hier. Dann... Judy, machst du das immer so, dass du über Leichen drüber stolperst und dann die Köpfe im Nachhinein explodieren lässt? Der ist auch tot, aber der hat nichts. Doch, der hat noch was für uns. Hallo. Nimm diesen Scheiß doch mal auf hier. So. Nein, ich kann nicht. Das ist aber nicht mein Katana. Oh shit. Entschuldigung, falls ich dich getroffen habe. We did it. So, müssen wir hier rein? Ja, nimm's. Komm. Please, please. Let's keep this debate simple. So, ich komme auch noch nehmen. Was auch immer das alles ist. Das Problem ist, durch die Ego-Perspektive verwischt das auch immer alles so sehr, weil man sich ja so schnell bewegt. Man kann irgendwie nur noch die Hälfte wirklich erkennen. Was soll man denn hier überhaupt machen? Für durch die unteren Ebenen. Sind wir jetzt hier falsch abgebogen? Ach so, ich dachte, ich sollte hier... Ja gut, okay.
willst du? So, hier ist noch was. Hi, Johnny. Coffers. Jetzt Class. Gerne neben dem Klo? Can't go wrong. Ja. Bin ich grundsätzlich auch für. Aber nicht unbedingt für so Pizzateile. Kann man das nehmen? Das ist so... Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Also ich würde eigentlich schon fast sagen, dass wir erstmal das Katana jetzt nehmen. Weil falls jetzt doch nochmal irgendwie so ein dämlicher Großboss kommt, möchte ich nämlich doch ein bisschen Munition gespart haben. Die kommen ja leider gerne mal immer dann, wenn man sie nicht erwartet. Kann man nichts machen. Ja, komm mit. That's a maintenance room. See what I stir up. Oh, shit! Nicht gedacht, ne? Oh, was überhitzt denn jetzt hier schon wieder? Leute! Was? Wer redet hier mit mir? Oh, diese Scheiße schon wieder. Ja, weiß ich. 1C. 1C. Wieso schlägt das fehl, wenn ich zweimal 1C mache, wenn da 1C draufsteht? Muss ich nicht verstehen. Terminal verlassen. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber es scheint gut gegangen zu sein. Ich sehe nichts. Stehen bleiben. Mach dir das Zeug rein. Braves Mädchen. Wenn es nicht weitergeht, einfach Drogen spritzen. Kack überhitzen, das geht mir auf den Sack. Echt? So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Technische Fähigkeit fehlgeschlagen. Ja, schön. Und nu? Ich kann die doch jetzt nicht erhöhen, oder? Einmal kann ich eventuell... Nö, kann ich nicht mehr. Das sind nur die anderen Punkte. Ja, keine Ahnung. Wie soll ich dann... Hat der mich gesehen? Wie soll ich dann dahin? Da muss ich da hinten rum, oder? Durch die Tür? Was sein? Молись, чтобы мы тебя не нашли. Taking fire! So, übernimm du doch auch mal einen. Ich habe kein Problem. Außer, dass du mir in der Sonne gestanden hast. In der nicht vorhandenen Sonne. So. Haben wir alles. Judy, wo bist du? Yo! Goddamn right! Da bin ich! Überraschung! Ach, der ist schon lange tot. Sag mir das doch einer. Ist der Typ jetzt hier? Nee, das ist eine Kamera, oder? Okay. No! Get information! Oh.
Oh, erschreck mich doch nicht. Wer war das denn jetzt schon wieder hier? Wo ist denn hin? Hä? Jetzt bin ich doch wieder hier. Cut it out, all her implants. And why stop there? I took a few internal organs while they were at it. Hä? How so very resourceful. Okay, ich bin jetzt eindeutig. Scabs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Eindeutig. Figure you've made their acquaintance. One way or another. Afraid so. You hear? One way or another. So, Moment. Ach so, da sollte ich durch. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Judy eigentlich wieder abgeblieben ist, aber... Close to the studio, I think. You find anything useful? Read up the elevator. Should be easier to get out of here. You really don't fuck around, do you? Yeah? What? Yeah. We find you one way or another. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Okay. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end. At das ist Evelyn time. Und das, den ihr gerade hören könnt, ist mein Magen. Ja, mach mal hinne. Kann ich mit dir so lange noch reden? What do you think? What do I do now? What we came here to do. Find the truth. Ask her. Johnny, she's unconscious. Or she's a better actor than we thought. Nimm das Kabel. Soll ich jetzt wirklich das Kabel nehmen? Alright, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Ready? And now! Sonst kann ich nicht mehr. Thank God. Evelyn, you hear me? She okay to be moved? No brain hemorrhages, damage to the spine? Doesn't seem to have any wounds. Guess we got no choice. Hey, Evelyn. I need you to tell me who hired you. Seriously, V? You gotta do this now? Nee, will ich nicht. What's wrong with her? Honestly, I don't know. She's gotta be seriously traumatized. Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is, then. Aber dann gibt mir Rückendeckung, ne? Ich als Frau muss sie hier tragen, ne? Also... Muss mir hier auch jemand Rückendeckung geben. Aua. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me? Smoking's for posers, and it stinks too. Say whatever the fuck you want, but just light up. No. Non-smokers are the fucking worst. Just my luck. We going in? What's there to wait for? Didn't go through hell and back just to stand in front of a door. Ah, shit! Ich sehe nichts mehr. Muss ich hin? She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. Will die Sachen haben? You're mad at her. Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any. I know. It's okay. So I don't get why... You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Okay. Show me. Give me a sec while I set the parameters.
Guess ja, we'll find out gespannt. If our doll really did lose her tune. Come on, V. Oh, ich will das aufheben. Admit, this does not look good. Ich will mich nicht aufs Bett setzen. Och, dann leckt mich doch einfach. Nehmen wir halt ein anderes. So, wo ist sie jetzt hin? Sie war doch gerade noch hier im Zimmer. Da ist noch was. Achso, setz dich aufs Bett optional. Überraschung. Well now, look at you. Ich bin nicht nett. Hey. How you feeling? Need anything? Not here to nag. Just talk. I know it's a bad time, but I gotta ask. You got any idea how to remove the biochip? Or know anyone else who might? Listen, Evelyn, I really need your help. It's important. If I don't do anything and do it soon, I'll die. You're right. This is a complete waste of time. Ja, das hätte ich auch im Vorfeld sagen können. Kann ich das Ding jetzt vielleicht endlich mal aufheben hier? Na, immer noch nicht. Okay. Have a seat. Okay. All right. Roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage him in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the Virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait, Bori. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself, should I... Biochip? Where you hear this? That is not of interest to you. You spin the Virtue, you come back here, we give you the Eddies. That is your one job. The rest is none of your concern. Understand? What am I looking at? You sign it, you read it. Take a look around if you want. I think I recognize these. What are they? Vive markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Who? Could be the Voodoo Boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The Spine Chin and Netrunner crew? Hard to find, because they don't want to be. I wouldn't know where to start. Okay. Das ist das gleiche alles, ne? Ja, ich schätze mal, das ist wohl das gleiche. We can't see her face. Under normal circumstances, that kind of encryption's easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That, or someone's working it for her. Ja, können wir denn auch mal weitermachen? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the Virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait, Bori. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip, he was...
So, Moment. Ah. Might not be important. Maybe, but all of them are from Pacifica. Narrows down our search, at least. What now? Looks like I'm going on a field trip to Pacifica. Okay, dann kann ich wohl hier rausgehen, ne? All right, think we got everything. What do you think? Tja. Jetzt weiß ich, warum sie sie kalt machen wollten. Ja. What's up with you? Now we know what happened to Cloud. They're the ones who tried to flatline her. Launched a nuke at her chip. So it was punishment? For getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me. If I'd known what she'd gotten herself into... I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. Pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On YouTube. There's one more recording. Wanna see it? Eigentlich nicht mehr jetzt, aber sure, zeig mal her. Nothing can surprise me at this point. Oui, y aller. Vous avez une raison, vous êtes tout intelligent pour ça, protéger bien. Mon zé pas enragé. En plus, c'est plus bon moyen nous gagner pour nous river sur yon au bout. Faut que nous pour chance là. Vous gagnez plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si c'est pas critiquer ça me pense, à continuer à faire travail. What language is she speaking? Dunno. Haitian Creole? It is the Voodoo Boys. Didn't I? Wait, let me see if I've got an auto translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. Okay. Oui, oui, allez. Vous avez raison, vous êtes tout intelligent pour ça, protéger bien. Wie ging das nochmal? Wechsle zur Soundebene. Mit Shift. Ah, okay. Man sei pas enragé. En plus, c'est plus bon moyen nous gagner pour nous river sur yon au bout. Faut que nous portions cela. Got it. Du sollst reingehen. Give it a second. Hallo, du sollst da reingehen und nicht hoch. Macht er nicht, keine Ahnung. Heard her mention Yorinobu. Probably why Evelyn buried this recording deep. Caught another name. Something like Silverhand? We have to know what they're saying. Could be important. Fine. Just find the auto translator. Should get along fine with your system. I'll install it now. Bleib doch mal stehen. Oui, oui, allez. Vous avez une raison, vous êtes tout intelligent pour ça, protéger bien. Vous pensez que mademoiselle a fait un problème? Vous n'êtes pas enragé. En plus, c'est le plus bon moyen nous gagner pour nous river sur yon au bout. Faut que nous prenions cela. Je suis en train même j'avais, que Sylvain a mené nous direct sur Alt. Vous avez une bonne idée? Alt. Très bien. Si vous décidez si c'est pas critiquer ça me pense. Okay, Judy, we're good. All right, disconnecting. I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died, like,
forever ago. V, you got any idea? Tja, ich könnte ihn selber fragen. Biochip we stole? It's got Silverhand's engram burned onto it. Engram? Digitized psyche. Personality construct. Can you give me a minute? I need to go over some stuff in my head. Of course. Know who they are, who the woman is? Any idea how we find them? Fuck, V. I've been dead the last half century. Sorry if I'm unable to hand you all the answers on a chrome fucking platter when you snap your fingers. These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that Netrunner. Finding her is our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Okay. Wait. You got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? I'll ask around. Make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's gotta know a way in. Well, good luck. I hope you won't need it. Ja, das hoffe ich auch. Oh, wir sind auf Level 10 hochgestiegen, sehe ich jetzt gerade. Da schauen wir noch mal kurz wegen der Punkte. Ja, was wir ja leider sehr oft jetzt in letzter Zeit brauchen, sind die technischen Fähigkeiten, habe ich festgestellt. Wir können es anscheinend nicht ganz so gut hochleveln, wie ich das gehofft hatte. Ich hatte ja gehofft, dass wir alles mehr oder weniger gleichmäßig machen können. Aber naja, das scheinen sie ja nicht so zu wollen. Straßenschlägerei... Reflexe, Klingen. Ach, da sind auch Klingen dabei. Stimmt. Da sollte ich vielleicht auch mal was reinsetzen an Punkte. Schwere Angriffe mit Klingenschaden verursachen 30% mehr Schaden. Ja, ich würde ja gerne schwere Angriffe machen, aber ich sehe ja zum einen mit der Ego-Perspektive fast nie, wo die Leute sind. Und zum anderen ist das halt dadurch auch entsprechend schnell verschwommen, wenn man am Kämpfen ist. Ich schieße auch viel lieber, aber bei manchen Situationen weiß ich halt nicht, ob meine Munition reicht. Das ist immer so, ja, das Problem. Und da wir jetzt schon zwei von diesen schweren Gegnern hatten und ich eigentlich immer gehofft hatte, dass wir keine kriegen, sondern dass wir die irgendwie, ja, weiß ich nicht, oder da halt bessere Munition haben oder so, aber wir haben da doch sehr viel verballern müssen. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig. Verringert die Ausdauerkosten für alle Angriffe mit Klingenwaffen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Panzerung erhöht sich um 15%, wenn du dich bewegst. Erhöht das Angriffstempo mit Klingenwaffen. Bei Angriffskombos mit Klingenwaffen bestehen... Na gut, die mache ich eh nicht. Defensive Angriffe mit Klingenwaffen verursachen 200% mehr Schaden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich habe aber keine Ahnung, was ein defensiver Angriff ist. Kann sein, dass es das war, wenn wir am Hocken waren oder so, aber ich würde jetzt mal sagen, dass wir die ein bisschen von den Kosten her ein bisschen minimieren. Ja gut, die schweren mache ich sowieso nicht. Aber vielleicht die Panzerung erhöht sich, wenn ich mich bewege. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Dann machen wir das erstmal. Und ja, die technische Fähigkeit sollte ich dann vielleicht nochmal was reinstecken. Weil das jetzt sehr oft war, dass ich da unter meiner technischen Fähigkeit war. Und das natürlich dann entsprechend nervig war. O4 kann ich auch nicht mehr tragen. Items herstellen kann ich auch nicht. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, dann gucken wir noch... Ah nee, da wollte ich jetzt nicht reingehen. Da gucken wir nochmal kurz... Das wollte ich nicht gucken. Wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Rucksack, Journal.
Rucksack. Ich will mich eigentlich jetzt... Oder kann ich das jetzt hier nicht machen, dass ich mich umziehe? Das kann natürlich auch sein. Das ist dann natürlich doof. Ja. We get it together. Thanks, Judy. No, V. Thank you. You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then... Who knows? Things might have turned out differently. Ja, das sind jetzt schöne letzte Worte, allerdings nur für diese Folge. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.